Gigaliner oder Monster Trucks sind Lang-LKWs. Ein LKW heute mit Anhänger, der zugelassen ist, hat etwa 18 Meter an Länge. Die Gigaliner haben mindestens 25 Meter als Gesamtlänge. Und außerdem geht es noch auch gerade für die Frage, wie Straßen und Brücken kaputt gehen, um das Gewicht. Sie sollen nicht mehr Gewicht haben, als heute zugelassen ist, nur 40 Tonnen. Aber in anderen Ländern, wo die Zulassung schon erfolgt ist, ist das sehr schnell auf 60, sogar auf 90 Tonnen ausgeweitet worden, was für die Schlaglochbildung auf den Straßen eine enorme zusätzliche Gefahr bedeuten würde. Die erste Sauerei ist, dass der Verkehrsminister diesen Feldversuch ohne die Beteiligung der Bundesländer im Bundesrat und ohne die Beteiligung des Deutschen Bundestages machen will. Wir sind bereit, als SPD-Fraktion dagegen zu klagen, weil es nicht sein kann, dass man eine solche Weichenstellung vornimmt, ohne die, die davon betroffen sind, auch wirklich zu beteiligen. Inhaltlich ist es so, dass auf den ersten Blick diese Gigaliner vielleicht einen Vorteil haben, weil man zum Beispiel Verpackungen in größeren Mengen auf einem LKW transportieren kann. Aber es sollen ja, wie in anderen Ländern sich zeigt, nicht nur eben leichte Verpackungen transportiert werden, sondern auch durchaus schwerere Sachen. Und dann geht zum Beispiel Straßen kaputt, dann gehen Brücken viel mehr kaputt. Die ganze Infrastruktur, die mit Steuergeldern aufgebaut worden ist und jetzt schon durch den LKW-Verkehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Wie oft muss man denn heute Autobahnen sanieren, weil so viele LKWs schon jetzt die kaputt machen? Aber stellen Sie sich vor, die sind noch mal deutlich länger und haben auch noch deutlich mehr Gewicht, dann nimmt das enorm zu und wir haben noch mehr Baustellen hier auf deutschen Straßen, um das wieder zu reparieren, wenn wir es überhaupt zahlen können. Das mag bei manchen Gütern stimmen, das will ich gar nicht bestreiten, aber das Fraunhofer-Institut als unabhängiges Institut hat das untersucht und kommt zum Ergebnis, dass eben nicht mehr CO2 eingespart wird, sondern dass das Ergebnis von mehr Gigalinern auf der Straße auch mehr Umweltverschmutzung ist. Wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten schon heute mit den bestehenden Lkw-Flotten die Güter zu transportieren. Wir wollen auch als SPD, dass mehr auf die Schiene geht. Wenn man jetzt wieder darauf setzt, die Straße mit noch mehr LKWs zuzupflastern und noch längere und größere zu nehmen, dann werden wir den Verkehrsinfarkt auf der Straße erleben. Ziel muss doch sein, dass man die Güter insgesamt auf umweltfreundlicheren Verkehrsträgern transportiert und das ist die Wasserstraße und das ist die Schiene. Und deswegen muss man keine Feldversuche zu Monster Trucks machen, sondern muss endlich die Weichen richtig stellen, um mehr Güterverkehr auf Schiene und Wasserstraße zu bekommen.